Wir sitzen hier in einer besonderen Schule. Das ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, ist eine anerkannte Ersatzschule und Schulträger ist die Stephanus-Stiftung, die ihren Hauptsitz in Berlin in Weißensee hat. Mit 83 Schülern sind wir hier eingezogen. Zwischenzeitlich hatten wir über 100. Aktuell in diesem Schuljahr haben wir 93 Schüler, alle mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Wir haben einen anderen Rahmenlehrplan als Grundschulen zum Beispiel. Wir haben kleine Klassen. Die Klassengröße sind zwischen 4 Schülern und 9 Schülern. Dabei ist eben auch ein erhöhter Pflegebedarf. Wir haben Pflegebäder hier, wir haben Patientenlifter hier. Wir haben Schüler, die nicht sprechen, die auf Kommunikationshilfen angewiesen sind. Wir bekommen anders als Grundschulen pro Schüler einen erhöhten Kostensatz, der uns das auch ermöglicht. Also ein Lehrer ist für 4 Schüler da und wir haben aber auch Ganztagsbetrieb. Und das muss ja personell auch abgedeckt sein. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Einzelförderung zu machen, also dass ein Rollstuhlfahrer mal aus seinem Rollstuhl rauskommt und mit Gehhilfen läuft. Diese Schule ist 1875 erbaut worden. Und seit 150 Jahren sind hier verschiedene Schulformen zu Hause. Nach der Wende war es Oberschule bzw. Gesamtschule. Die Schülerzahlen sanken. Dann stand 2005 das Schulgebäude leer. Und 2007 ist die Laurentius-Schule hier eingezogen. Und vorher waren halt umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig, weil wir eben auch Schüler haben, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Und es wurde ein Personenaufzug angebaut und alle Klassenräume wurden barrierefrei gestaltet. Mein Name ist Julia Göbel, ich komme von der DSK GmbH und bin für die Stadt Bad Freienwalde als Sanierungsträger hier tätig. Unterstütze die Stadt im Rahmen der Städtebauförderung und habe mit der Laurentius-Schule hier jetzt das Denkmal des Monats für September 2024 ausgezeichnet. Bei der Laurentius-Schule ist es uns gelungen, ein Denkmalobjekt, was schon seit 1875 hier in der Stadt mit seiner Schulnutzung besteht, sozusagen wieder in Nutzung zu bringen und mit seiner neuen Funktion herzurichten. Die Aufwertung und der Erhalt der Laurentius-Schule hat mit dem ersten Bauabschnitt 2007 begonnen. Dort wurde der Fokus auf die Innensanierung gelegt, das heißt also brandschutztechnische Ertüchtigung, Barrierefreiheit im Sinne von schwellenlose Eingänge, einem Personenaufzug. Das war der erste Abschnitt, der 2007 erfolgt ist. Danach hat man dann aber an der Gebäudehülle noch weitere bauliche Mängel und Instandsetzungsbedarfe festgestellt, sodass im Rahmen eines Gutachtens weitere Maßnahmen erkannt worden sind, die mit 2019 im zweiten Bauabschnitt in die Wege geleitet worden sind. Der zweite Bauabschnitt 2019 hat sich auf die Höhlensanierung bezogen und hat eine Fassadensanierung, die Sanierung des Daches, der Austausch der Fensteranlagen sowie die Kellertrockenlegung beinhaltet und hat in Gänze rund 1,5 Millionen Euro in Anspruch genommen, von dem 1 Million aus der Städtebauförderung hinzufinanziert worden sind. Die Stephanus-Stiftung hat sehr viel in die Innensanierung gesteckt und wird jetzt auch mit den weiteren Anlagen im Außenbereich, sei es Spiel- und Freizeitbereiche oder Bewegungsbereiche, noch weitere Mittel investieren, sodass im Objekt dann insgesamt rund 3 Millionen Euro sowohl frei finanzierte als auch Fördermittel investiert worden sind. Wir freuen uns sehr, dass wir in Bad Freienwalde mit der Laurentius-Schule jetzt die 4. Auszeichnung für ein Denkmal des Monats erhalten haben. Da ist eine gute Verbindung zwischen, sag ich mal, historischem Kontext, alter Bausubstanz und einer neuen zeitlichen Nutzung und lebendigen, vor allen Dingen vielfältigen Nutzung widerspiegeln kann. Die Stadtgesellschaft an sich zeichnet sich ja dadurch aus, dass es nicht ein abgeriegeltes Ensemble ist, sondern dass es ein Miteinanderagieren gibt, dass es unter anderem verschiedene Veranstaltungen und Aktionen gibt. Und man sozusagen hier Stadtraum eigentlich öffnet und einen Nutzen für die Stadtgesellschaft herstellen konnte. Und da freuen wir uns sehr, dass mit dem Denkmal des Monats hier die entsprechende Anerkennung auch wiedergespiegelt wird. Seit 1999 zeichnet die Arbeitsgemeinschaft jeden Monat ein Denkmal des Monats aus.
Die vorbildhaft sanierten Einzeldenkmale oder Gebäudeensemble verdeutlichen die besonderen Herausforderungen bei der Erneuerung der historischen Stadtkerne. Sie machen die Vielfalt der Brandenburger Städte erlebbar und stärken die Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt. Unter dem Titel Menschen bewegen, Altstadt lebt Vielfalt, werden im Jahr 2024 12 Denkmale ausgezeichnet, die ein besonderes Zeugnis dafür sind, wie vielfältige gesellschaftliche Verflechtungen und Wanderungsbewegungen das heutige Stadtbild prägen.